Hey Leute, hier ist wieder euer Patrick. Ich melde mich jetzt noch einmal zum Ende meines Studiums und meiner Ausbildung bei der Polizei Nordrhein-Westfalen und bringe mich einfach mal so auf den Stand der Dinge, was in letzter Zeit so passiert ist, wo ich mich jetzt gerade befinde und was in Zukunft noch auf mich zukommen wird. Ja, ganz kurz vielleicht einmal noch zu meinem Theorieteil. Ich hatte ja als letzte große Hürde die Bachelorarbeit, die ich noch zu schreiben hatte. Das war im April diesen Jahres. Dafür hatte ich 6 Wochen Zeit. Und anschließend an die Bearbeitungszeit bin ich direkt nochmal ins Praktikum bei mir in meine Stammbehörde im Hohsauerlandkreis gewesen. Und habe auch da nochmal 6 Wochen Praktikum gehabt. Und direkt im Anschluss daran hatte ich noch mein Abschlusspraktikum. Das Abschlusspraktikum habe ich dann auf der Autobahnwache hier in Münster gemacht. Das ging 3 Wochen lang und ja, habe da nochmal interessante Einblicke bekommen, konnte nochmal ein anderes Arbeiten kennenlernen. Die Autobahnpolizei hat auch einfach andere Aufgaben als die normale Polizei in der Stadt. Und ja, war auch sehr interessant und konnte einiges mitnehmen daraus. Ja, und anschließend an diese 3 Wochen Abschlusspraktikum, seitdem bin ich im Urlaub. Das heißt, wir hatten 5 Wochen Urlaub und in meiner letzten Woche konnte ich mich nochmal auf mein Kolloquium vorbereiten, was zusammen mit der Bachelorarbeit die letztendliche Note für die Bachelor-Urkunde quasi zusammensetzt. In dieser Woche hatte ich dann mein Kolloquium und anschließend an dieses Kolloquium habe ich dann auch glücklicherweise meine Bachelor-Urkunde bekommen, sodass ich jetzt eben den theoretischen Teil von meiner Ausbildung offiziell abgeschlossen habe. Normalerweise sollte im Anschluss an das bestandene Bachelor-Studium noch eine Graduierungsfeier stattfinden. Für mich wäre die hier in Münster gewesen. Allerdings wurde die leider abgesagt, eben aufgrund der Corona-Pandemie. Ja, jetzt am kommenden Montag geht es dann für uns Studierende, die im PP Dortmund angehörig sind, noch einmal zur Ausbildungsleitung nach Dortmund. Denn dort wird unsere Ernennungsfeier zum Polizeikommissar oder Polizeikommissarin stattfinden. Ja, und da bekommen wir dann auch unseren ersten Stern auf die Schulter, was natürlich für uns ja die größte Errungenschaft sein wird hier in diesem Studium. Und auf den Tag haben wir uns natürlich schon sehr lange gefreut. Für diesen Tag werde ich auf jeden Fall euch einfach mitnehmen und ich zeige euch einfach, was ich so erleben werde. Unter den besonderen Voraussetzungen, die jetzt herrschen. Und ja, wünsche euch viel Spaß. Ich bin jetzt in Dortmund angekommen, hier bei der Ausbildungsleitung. Da heute natürlich ein feierlicher Anlass ist, haben wir alle das weiße Diensthemd an. Und ja, ich bin gespannt. Wir freuen uns natürlich schon alle sehr. Und ja, los geht's. Wir brauchen Sie. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt schreiben wir zur Urkunde weiter. Also nochmal alles Gute für Sie und guten Start ins Berufsleben. Wir haben es geschafft. Wie ihr seht, habe ich jetzt den ersten Stern auf meiner Schulter und meine Ernennungsurkunde erhalten. Ja, für mich geht es direkt morgen weiter. Morgen ist der 1.9. und ich fange in meiner neuen Behörde an, und zwar im PP Düsseldorf. Ich freue mich sehr auf die Zeit, auch wenn die Ausbildung natürlich sehr viel Spaß gemacht hat. Freue ich mich natürlich jetzt erst richtig in das richtige Arbeitsleben, in das richtige Dienstleben zu starten. Und vielleicht sieht man sich ja demnächst dann in Düsseldorf. Ja, das war es jetzt erst auch von mir. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und dass ich euch über die 3 Jahre immer wieder Einblicke geben konnte in die verschiedensten Bereiche des dualen Studiums bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Für mich kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich definitiv den richtigen Beruf für mich gefunden habe. Ich hatte in den 3 Jahren sehr viel Spaß und auch die verschiedensten Einblicke in die unterschiedlichen Berufssparten bei der Polizei haben mir gezeigt, dass ich auf jeden Fall einen sehr vielseitigen, abwechslungsreichen Beruf ausgewählt habe und ich definitiv viele Jahre sehr gerne hier arbeiten werde. Viel mehr zu sagen gibt es auch eigentlich gar nicht mehr von mir. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen mal auf der Straße oder eventuell auch mal als Kollegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja.
Bis dahin.